Hallo ihr Lieben und Bösen, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Mischpoke. Wir sind momentan noch nicht so viele, glaube ich. Oh, da ist die Tini! Hallo Tini! Schön, dass du da bist. Hallo Arti, schön, dass du da bist. Das freut mich, dass dir das Intro gefällt. Wurde eine ganze Weile dran gesessen. Das erste Mal Pixelart gezeichnet und da hat eigentlich ganz gut geklappt. Das macht richtig viel Spaß. Aber es sieht, wenn man es ranzoomt, noch ein bisschen merkwürdig aus. Aber hat auf alle Fälle Spaß gemacht. Tini! Meine Goofy-Sister. Oh, Tubal ist auch da. Hallöchen, Tubal. Cool. Oh, was hast du denn da? Ah, okay. Eine ganz krasse Schrift oder ein Emoji? Kenne ich noch gar nicht. Lass erstmal ganz langsam alle eindrudeln. Banjo-Kazooie sind auch da. Die sind nur gerade Futtern beschäftigt, aber ich habe natürlich gutes Lockmittel, damit ihr sie auch mal vor die Linse bekommt. Oder ich, für euch. Ja, das beste Lockmittel ever! Knuspermüsli! Aber nicht vom Seitenbacher. Um Gottes Willen. Mach endlich diese verdammte Scheißtüte auf! Isabel, hallo, schön, dass du da bist. Und Steve ist auch da, hallo. Das freut mich. Ich werde jetzt erstmal die Vögelchen versorgen. Ich hoffe, oh, warte mal, ich werde das mal ein bisschen vom Mikrofon wegnehmen. Easy, yay. So, ihr Süßen, guckt mal, was ich hier für euch habe. Was macht man dafür? Warte mal, ich bräuchte den Banjo. Zoe, geht mal dahin. Banjo, was macht man dafür? Hm? Guck. Nee, nicht einfach den Schnabel nehmen. Du kannst doch... Ach, das ist Zoe. Oh, das ist das falsche Testobjekt. Oh. Komm, setz dich mal. Banjo ist leider gerade... Komm mal her. Yeah, Hype. Eigentlich müsste man den mal ans Mikrofon halten. Wenn man das knuspert. Ah, warte mal, Banjo, jetzt. Banjo, was machen wir dafür? Hm? Nein, 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 nicht einfach mitnehmen. Nicht einfach mitnehmen. Komm mal. Ja, fein, drehen das schon mal. Ja, super. Ich hoffe, das hat man gesehen. Er dreht sich einmal und kann das Füßchen heben. Ja. So, komm her, du kriegst auch noch ein Stückchen. Und du auch. So, Banjo kommt auf sein Stammplätzchen. Und dann wollen wir mal loslegen. Bevor wir anfangen, wollte ich für die liebe Tini noch eine Gratulation ausrichten, denn sie hat gestern, ich glaube es war gestern, die 500 Follower-Grenze durchschritten. Yeah, mal alle ein kräftiges Yeah für Tini. Ich freue mich so riesig für dich. Das hast du dir so verdient. Und ich war von Anfang an dabei und ich freue mich so doll für dich und auf die nächsten 500 und 5000, 500.000, 5 Millionen. Yeah! Genau, hype, hype, hype. So, ihr Lieben. Für diejenigen, die jetzt nicht ganz so mit Pokémon vertraut sind, habe ich mir was überlegt. Und zwar habe ich meine Seite rausgesucht, wo man die Namen und die Pokémon sich anschauen kann. Ich suche euch die mal raus. Das Bild können wir jetzt schließen. So. Hier haben wir jetzt eine kleine Übersicht. Boah, wo ist mein Spielplatz da? Wo man schauen kann. Oh, warte mal, ich mach mal mehr Pokémon laden. Ich glaube, wir haben ein bisschen mehr als 12, 13, 14, 15. Weil ich habe mir überlegt, wir machen heute das letzte Mal mit der ersten Generation und nehmen dann das nächste Mal die zweite Generation gleich mit. Damit wir ein bisschen größere Auswahl haben und mehr Fun, mehr Fusionsmöglichkeiten und so weiter. Geil. Geil. Ja, 5 Millionen, die sind nicht mehr fern. Okay. Dann würde ich mal sagen, machen wir eine ganz lockere, legere Runde zum Start. Ich werde das nochmal so ein bisschen runterscrollen, damit ihr euch Inspiration holen könnt. Wir hatten ja jetzt schon, ich glaube, 3 Streams und damit richtig viele Kreationen erschaffen.
Und ich hoffe, es kommen noch ganz viele dazu. Und ich bin schon sehr gespannt, was heute so aus dem Genlabor herausentwickelt wird. So, oh, ich sehe ganz viele, die hatten wir noch gar nicht. Vielleicht können wir ja an die heute mal denken. Das wäre super. Auf Papier? Tubal, meinst du jetzt das Zeichnen generell? Ach so, du hast auch Pokémon miteinander verbunden. Ja, cool. Hast du denn die Zeichnungen noch? Oh, ich hoffe. Sowas darf man nicht wegschmeißen. Das ist aber ganz, ganz wertvoll. Prost! So, die Melli kann heute leider nicht dabei sein. Ganz, ganz liebe Grüße an Melli, falls du das siehst. Später oder heute, ganz egal. Wir denken an dich und hab eine schöne Zeit. Nächste Woche bist du wieder mit dabei. Yay! Yeah, Pokémon gekreuzt. Oh, schade, Tubal. Das hätte ich wirklich mal gesehen. Okay. Ja, hier waren auch ein paar, die wir schon hatten. Also ihr seht, wir haben noch ganz schön was vor uns. So. Hier beginnt jetzt die zweite Generation. Da würde ich mal sagen, wir beginnen jetzt. Gleich mal einen Test. Jo, das funktioniert. Das sieht wunderbar aus. Fertig. Nein. Okay, zur Feier des Follower-Tages gestern darf sich Tini das erste Pokémon aussuchen, was den Körper haben darf. Hey, Kleinen. Ja, ganzen Tag nur futtern, wa? Electek! Das ist eine gute Idee, Tini. Electek kommt sofort. So, setz dich mal ab. Aber nicht von der Steuer, ne? So, ich guck wieder meinen schlauen Pokédex. Electek! Was habe ich dir gesagt über die Sitzung auf dem Mikrofon. Hm, das geht doch dann runter, Mäuschen. So. Oh, bei zwei Mäusen nebeneinander kann man schon. Oh, ich hoffe, sie macht nicht ihr Geschäft auf meinem Kopf. Das hat sie schon einmal gemacht. Dann bin ich den ganzen Tag damit rumgelaufen an der Arbeit. Ich habe es aber nicht gemerkt. Und dann, als ich zu Hause war, so. Oh, okay. Was ist da so? Hm, naja, muss es nicht näher beschreiben, oder? So, Electek. Der sieht ja aus wie eine Birne. Okay, das kriege ich hin. Eine Birne. Was? Ob wir die schon überall hingekackt haben? Oh mein Gott, Leute, ey. Ich mache bestimmt am Tag 75 Kackehäufchen weg irgendwo. Oder irgendwo entdecke ich noch was, das. Naja, aber ich habe Mittelchen, Hausmittelchen. Die helfen da. So. Eine Birne. Weil es Electek ist, muss er ja noch diese Blitze da. Oh, warte mal. Das ging jetzt ein bisschen zu weit. So, einmal. Dann hat er hier nochmal. Drei. So. Gut. Arti, du darfst dir einen Kopf aussuchen. Ich kann auch gerne nochmal die Übersicht zeigen. Also ihr könnt auch jedes Mal mir Bescheid geben, dann zeige ich die euch nochmal. Einen coolen Kopf. Hallo Shadow Knight! Schön, dass du da bist. Ich freue mich. Ich hoffe, es geht dir gut. Kann es eigentlich nur, oder? Wenn man kurz am Wochenende steht? So steht. Man ist eigentlich schon am Wochenende. Es sei denn, man muss am Wochenende arbeiten. So geil. Pantymos-Kopf, cool. Das machen wir. Der ist schön prägnant.
Ja, die Vögel im Hintergrund knuspern. Okay. Pontimoskop. Auch wieder eine schöne runde Form. Achso, ist denn die Musik zu laut oder zu leise? Ich habe die nämlich jetzt mal ein bisschen verstellt bzw. lauter gemacht und was Neues eingestellt. Da wäre ich sehr dankbar über ein bisschen Feedback. Gar nichts mehr mit. Ich muss nur meine Lautstärke lauter machen. So. Das können wir uns hier ableiten. So. Ein Pantimoskop. Jetzt muss ich mal in den Chat gucken. Ja, mir gut. Ich hoffe dir auch. Ja, danke. Mir geht es auch sehr gut. Wochenende! Oh, Isabel, danke schön. Das ist lieb von dir. Oh mein Gott, Pantimos ist so gruselig. Ja, ist der. Oh Gott. Und vor allem bei Pokémon Go gab es den ständig. Ständig, an jeder Ecke war der. Boah. Die Vögel, warte. Einer ist hier. Ich konnte ihn einfangen. Aber ich glaube, sie massakriert jetzt meinen Stift. Oh. Na, findet ihr das spannend? Ich glaube, der Stift ist spannender. Sie möchte ihn lieber zerlegen. Sie zerlegt sehr gerne Stifte. Vornehmlich Bleistifte. Weil die knacken so schön und es ist aus Holz. Die meistgeknutschten Vögel. Das freut mich, dass die Musik passt und stimmig ist. Die Freddy-Plüschtiere? Oh Gott, hat sie nie etwa welche? So, wo waren wir stehen geblieben? Wir hatten jetzt... Steve darf sich das Gesicht aussuchen. Warte, ich zeig dir nochmal die Übersicht. Ich gehe nochmal ein bisschen langsam hoch. Ja, ne, die Blüschi sind ganz okay. Aber die Jumpscares sind nicht okay. Ich hatte heute auch einen Jumpscare in der Arbeit. Sui interessiert sich sehr für das Mikrofon. Clowns sind definitiv creepy. Ich finde Clowns auch ganz... Boah, furchtbar. So, ich hoffe, Steve kriegt das mit und sagt uns gleich ein Gesicht. Ah ja, Smogon! Ja, cool! Oh, super! Smogon ist gut. Ein Smogon. Oh je, jetzt wollen sie mir wieder Löcher in die Ärmel fassen. Rippbluse. Smogons Gesicht ist klasse. Das ist gut. Da kann man was mitmachen. So. Brauche ich jetzt wieder meine. Gott, ich bräuchte 5 Monitore hier. So. Oh mein Gott, das wird cool. Smogon ist meistens happy. Oh Gott, der sieht ein bisschen verstrahlt aus. Aber das darf er ruhig. Das passt irgendwie schön. So, und Isabel. Du darfst dir die Arme aussuchen. Von welchem Pokémon wollen wir die Arme jetzt zeichnen? Ich zeig mir mal die Übersicht. Okay, Mushas wäre zum Beispiel, da könnte man jetzt keine Arme zeichnen, weil der gar keine Arme hat. Oder Nebulak.
Dodri hat auch keine Arme. Oh, Steve, schau mal. Da sind immer noch ein paar nicht. Porenta. Oh. Okay. Dann ein Porenta. Du möchtest auf der Hand sitzen, gell, mein Mäuschen? Ich kenne dich doch. Hm. Da fühlt sie sich am wohlsten. Das merkt man an dem Flügelschlagen. Flack, flack. Das sagt immer die Mama. Flack, flack. Dann sind sie entspannt und zufrieden. Maus, hallo. Oh! So aufregend. So, Porenta. Was sagt der Pokédex? Mhm. Porenta. Flugpokémon. Oh, mit extra Lauch. Ja, das müssen wir machen so. So. Wo ist meine Zeichenoberfläche? Hier sie. So. Jetzt muss ich mir wahrscheinlich ein bisschen was wegmachen hier. Ich habe was ganz Schlimmes gemacht. Auf die Ebene gemalt, wo der Hintergrund drauf ist. Das sollte man nicht machen. Gut. Das nächste Pokémon wissen wir das. So, jetzt brauche ich aber mein Zimmer, wie auch hatten, dunkelgrau. So, Porenta. Dann malen wir erstmal den einen Teil. Der Flügel wird ziemlich groß werden. Oh! Sui! Ich weiß, wo du rein willst. Da kannst du dich aber nicht gut festhalten. Die krabbelt immer oben. In den Halsausschnitt. Gestern habe ich zum Beispiel gezockt und da guckte hier so in der Mitte ein kleiner Vogel raus am Hals. Das war echt niedlich. Oh, Mäuschen, du kommst da gerade nicht so gut rein, ne? Ja, so wie ich dich kenne, gibst du noch nicht auf. Oh nein! Da knabbern wir nicht dran, Mäuschen. Kann man sich 1A konzentrieren? Oh. Sorry für den Ruckler. Oh, sag mal. Ich habe sonst viel mehr Platz hier. Ihr müsstet mal sehen, wie wenig Platz ich hier habe. Das ist... Oh, da habe ich jetzt was Schönes. Das passt. Gut. Wenn ich weiter so langsam bin, dann bin ich ewig. So, muss jetzt erstmal reichen. Gut. Das geht wieder hier. So, und der Lauch darf natürlich nicht fehlen. Ich muss jetzt mal. Allerdings gucken, wo ist Simon so, wenn man ihn... Ach, Simon! Ja, wo ist Simon? Yoshi ist auch da! Hallöchen, Yoshi! So. Una Lauch. Auf der anderen Seite hat er ja auch noch was, dann sieht das ein bisschen komisch aus. Da machen wir den aber einfach. Ganz leger nach hinten. So, der Shadow. Shadow, wenn du noch da bist, du darfst uns die Beine sagen. Von welchem Pokémon dürfen es die Beine sein? Hier als Inspiration. Oh, seht ihr das?
So entspannt man heute. Oh, ich würde so gern zoomen, aber kann man das jetzt noch nachträglich machen? Nee, kann man nicht. Schade. Ich hätte gern eine Zoom-Funktion. Ich möchte jetzt gerne so eine Fernbedienung haben, wo ich so ranzoomen kann. Da könnt ihr das sehen. Der Kopf von Zoe steckt zwischen den Beinen von Benjo. Shadow noch da? Hallo, Depa! Schön, dass du da bist! Oh, Yoshi hat wieder eine tiefe Stimme. Okay, wir nehmen jetzt einfach Pipi. Ich glaube, Shadow ist gar nicht da mehr. Ansonsten, excuse me, du kommst dann später dran. Okay, wir nehmen einfach Pipi. Pipi! Kacken! Stimmt, das Kacken-Pokémon müssen wir noch. Das fehlt. Wenn es ein Bibi-Pokémon gibt, muss es auch ein Kacken-Pokémon. Oh mein Gott. Guck mal, ein Fehler. Pipi hat so klein. Nein, Benjo, nein. Das Mikrofon ist tabu. 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 So. Das ist interessant, weil Pipi hat so süße kleine Schuhe. Machen wir jetzt so ganz kleine oder? Ja, okay. So, wollen wir der Kreation noch einen Schwanz geben? Dann schreibt mir einfach von einem Pokémon den Schwanz und den nehmen wir dann einfach. Ja, cool. Ja, wo ist Tobi eigentlich? Das frage ich mir auch. Ist bestimmt eingeschlafen. Beim Bier holen. Nein. Vulpix. Oh, das ist schön. Vulpix mag ich auch total gern. Vor allem Vulnona. Oh. Aber Vulnona nehmen wir uns noch auf. Oh mein Gott, da würde ich nämlich jetzt nicht. Bei Vulpix sitzt man auch eine Weile. Okay, das kriegen wir hin. Tobi! Hey, Dobi-Mann! Dobi-Mann! Ja, Tobi, wo bist du? Mhm, okay. Mhm. Wird Zeit. Mhm. Okay, ich freue mich. Tschüss! So. Das war so fake. Vielleicht hilft es ja trotzdem was. Oh, ich muss die ganze Zeit den Arm hochhalten wegen euch zwei. Oh, ist das süß? Könnt ihr das sehen? Oh Mann. Der Kopf von Zoe. Hm, ihr seid so schnuckelig. Irgendwie sieht das komisch aus. So, Vulpix. Uiuiui. Vulpix Schweif sieht aus wie chinesische Wolken. Die zeichnet man ja auch so. Yeah. Yeah. So. Ich finde das gar nicht mal so übel. Das sieht irgendwie cool aus. Was könnte der für ein Typ sein? Psycho. Oder was meinst du? Geil. Der ist cool geworden. Der gefällt mir. Okay, den speichere ich mal schnell ab. Psychoflug, genau. So, das ist jetzt Numero, ich glaube, die 8. Wow, 8. Speichern. Datei öffnen. Gut, wir sind bereit für eine neue Kreation. Blü. Blü. So, wer war denn jetzt noch nicht dran? Shadow? Shadow, bist du wieder da? Dann darf sich Shadow jetzt einen Körper aussuchen. Von welchem Pokémon darf es denn der Körper sein?
Ein Pärchen haben wir ja noch. Stimmt, Depa. Ja, von Depa hatten wir doch Pipi. Aber du kannst gerne dann noch ein anderes. Und Yoshi und Tubal. Genau, Tubal war auch noch nicht dran. Okay, Shadow. Dann schau mal. Welches Pokémon darf es denn sein? Der Körper. Wir brauchen einen Körper. Einen coolen Körper. Okay, jetzt fangen wir wieder von vorne an. Dragoran. Das Klärchen. Hab ich jetzt als Klärchen gesagt. Oh mein Gott. Das geht gar nicht. Dragoran ist schön. Das ist gut. So, dann wieder auf meine Zeichenfläche. Ich nehme einen Schluck Kaffee. Guck mal, ein Fehler. Wie viele Fehler heute wieder gemacht werden. So, Dragoran. Dragoran, der Postbote. Der ist ziemlich groß. Guck mal, durch den. Ja, ja. Yay! Warte mal, bevor ich jetzt wieder den Fehler mache, nehmen wir jetzt die richtige Ebene, sonst habe ich wieder mehr Arbeit als alles andere. Also hier ist der Hals, hier kommt die Brust, hier kommt der Bauch, der kann ein bisschen größer sein, er hat gerade gegessen. So, gut. Muss man halt mal schauen, was der... Der Schwanz sieht total komisch. Ich meine, der Schweif. Oh, ein Gruß. Von Yaboo! Vielen, vielen, vielen lieben Dank für den Host. So. Gut, Tubal, du darfst dir, während ich den Bock hier noch male, den Kopf, die Kopfform aussuchen. Nein. Nicht ans Mikrofon, mein Guter. So. Nee. Ihr kommt nicht ans Mikro. No, no, no. Und noch ein Host. Was ist hier los? Jenny! Jenny! Jenny hostet. Vielen Dank. Merci beaucoup. Und noch ein... Jetzt flattern die alle Hosts. Was ist hier los? Depa, danke schön. Da sind wir gar kein Ende hier gerade. Wir werden jetzt oft Patrick sehen, glaube ich. Okay, hat der ein Dings schon geschrieben, Tubal? Guckt den Tubal eigentlich noch zu? Ach ja, ach ja. Dummer Wetter. Ja, ja. Tubal, nochmal die Frage an dich. Bist du noch da? Wenn ja, welches Pokémon darf sein? Wir brauchen einen Kopf. Hallo, Yaboo. Oh, ich glaube, mein Vogel will kacken. Oder? Musst du kacken? Muss jemand Pupi von euch? Falls ja, ich, alles da. Zebra ist schon weg. Und noch ein Host von Arti. Dankeschön. Das ist so lieb von euch. Hallo Tobi, schön, dass du da bist. Und Arti hat es geschafft, genau. Tubal ist weg. Oh. Okay. Yoshi, magst du uns einen Kopf geben?
ein Kopf von einem Pokémon? Oh, Sui. Mäuschen. Ich weiß, wo ich knapp. Oh, Ohrenliebe. Wir haben noch ganz viele Pokémon. Die wollen heute noch gezeichnet werden. Ich krieg gerade eine Ohrenmassage. Ein Ohrendruck. Ihr oh, Sui hat die Knöpfe entdeckt. Jetzt mal ganz kurz. Straffel ist da, Hallöchen. Also Yoshi, wir brauchen einen Kopf. Es sei denn, du möchtest mitspielen. Also ich zwinge hier niemanden. Okay, Bisasa, alles klar. Ja, das wollte ich nur sagen. Also nicht, dass hier jeder Zuschauer was sagen muss. Gottes Willen, ihr könnt. Ihr seid herzlich eingeladen dazu. So. Bisasam. Oh ja, der hat einen süßen Kopf. Der hat einen süßen Kopf. So. Zoe, was machst du da? Kann man das sehen? Oh Mann. Ihr seid mir welche. Ihr seid mir welche, wirklich. Dieser Sam hat einen ziemlich bereiten. Okay, einen Kopf haben wir. Das Gesicht. Wir brauchen jetzt ein Gesicht. Ich hab hier voll den Endstress, ey, und du kommst mir mit so einer Scheiße. Dani, hallo und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Tobi, welches Gesicht darf sein? Come on, Tobi, unser Goofy Bro. Zeig dir auch mal die Fashion-Pokémon hier auf der Seite. Welches Gesicht nehmen wir am besten? Ich nehme wieder einen Schluck von meinem Kaffee. Oh Mann, ich liebe den. Tobi, welches Gesicht darfst du sein? Genau, Tini. Das wird noch unser Lied werden. Immer wenn ich es höre, denke ich an unsere schöne Zeit. Und die Zeit, die noch vor uns liegt. Ach so, ranzoomen? Oh klar. Das geht bestimmt. Warte. One moment. Oh nee, geht nicht. Nee. Da musst du die Brille aufsetzen jetzt. Das geht leider nicht. Du kannst auch beschreiben und ich kann dann erraten, welches es ist. Wieso kann ich die Seite eigentlich nicht größer machen auf dem Cintiq? Oh. Ich glaube, auf dem anderen Bildschirm ist es groß geworden, nur nicht auf dem Cintiq. Das ist crazy. Warte mal, ich probier's mal mit. Oh, es geht. Tobi, Achtung. Jetzt kommt was. Ist es größer jetzt? Reicht das für dich? Ich mach's mal ein bisschen so, dass man es auch sehen kann. So, passt das? Muriel, hallöchen, hallo und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht dir gut. Gengar ist eine gute Idee.
kann ja noch mal hochgehen. Bin da! Wer noch? Muriel, vielen, vielen lieben Dank für den Follower. Ich freue mich sehr. Freut mich. Dass wir schon so viele sind hier. Cool. Traumato. Alles klar. Wo ich jetzt mein Stift denn? Ich den jetzt nicht wiedergefunden hätte. Das wäre der Mangel gewesen. So, Traumato. Konnichiwa. Ganz genau. Konnichiwa. Oh, schade, ist jetzt sein Rüssel. Wollen wir seinen Rüssel übernehmen? Ja, komm, der gehört mit dazu. Ein Traumato und ein Rüssel. Das geht nicht. Hier sieht doch schon der Button aus. So. Traumato. Thank God it's Friday! Oh yeah. Ich hoffe, ihr habt alle frei am Wochenende und müsst nicht arbeiten. Oder gibt es irgendjemanden unter euch, der arbeiten muss? Okay, fangen wir mal an. Bin jetzt so ziemlich. Soll ich das wegmachen? Ich hoffe, ihr könnt alle das Wochenende genießen. Oh mein Gott. Der hat so ein bisschen schlitzige Augen, ne? Oh Gott, das sieht aus. Okay, die Arme. Wir brauchen Arme. Wir sind nicht arm dran. Muriel. Muriel darf sich die Arme aussuchen. Von welchem Pokémon dürfen es die Arme sein? Ich mache nochmal die Übersicht. Na? Geht's euch gut? Oh, sie sind ganz entspannt. Guck mal. Und ja, Loser können man sie zahlen, Loser. Muriel darf sich die Arme aussuchen. Alles klar. Das wird ein sehr exotisches Pokémon. No, no. Oh mein Gott, ich hab gerade so ein richtig geiles Bild. Oh, schade, ich kann das gerade nicht wieder switchen. Von Patrick. Als Dami. Oh Gott, das muss ich speichern, das ist geil. Das zeige ich euch das nächste Mal. Das ist geil. Kann mir jemand ein Rufzeichen geil geben? So, Starmie. Starmie. Geil. Ja, danke schön. Zu lieb von euch. Ich glaube, der wird sich nicht viel bewegen können. Ist nur so eine Vermutung. Na, ein bisschen tiefer.
Stami hat dann hier nochmal zwei. Los. Das sieht schon mal sehr, sehr interessant aus. Lass das mal weg. Sonst geht der Rüssel kaputt. Der Rüssel. Ist cool. So. Ich mach's ein bisschen kleiner. So, was fehlt denn uns jetzt noch? Die Beine. Die Beine darf jetzt. Wer war denn jetzt doch überhaupt gar nicht dran? Ich glaube, von denen, die noch zuschauen, waren jetzt alle. Kann das sein? Ansonsten nehme ich das Pokémon, was als erstes dasteht. Sichlor. Die Beine von Sichlor. Hey, da war da. Beine, muss man sagen. Ich mache ein bisschen runter. Ich nehme jetzt mal nur Sichlor ist ein krasser Dude. Oh Gott. So. Gar nicht mal so unkompliziert, seine Beinchen. Gehört jedenfalls zu der gefährlicheren Sorte. So, ich denke, die kann man schon so nehmen. Das glaube ich nicht, Tim. Oh Gott, er sieht wirklich sehr, sehr freaky aus. wollen wir dem... Ach nee, der Gute hat ja schon den Schwanz und den Schweif von dem... Geil. Hat ja schon den Schweif von dem guten Dragoran. Dann lassen wir den einfach so. Und widmen uns gleich einer neuen Kreatur. Ich überlege... Ich mach mal kurz was ab. Die knabbern es nur ab.
leider Gottes. So, okay. Flügel. Ja, wollen wir dem noch Flügel geben? Klar, können wir gern machen. Dann, von welchem Pokémon? Das erste Pokémon, was hier stehen wird, nehme ich. Wir haben ja noch einige, die Flügel haben, oder? Das ist ja gerade keins. Doch, hier haben wir zum Beispiel eins, da mal eins. Dort haben wir eins, dort haben wir eins. Moment mal. Zweite Generation. Was ist hier los? In der ersten Generation gab es wirklich nicht so viele Flug-Pokémon. Da ist noch eins. Ein Omot. Omot haben wir hier. Oder Golbat, Zubat. Ibitak, Habitak. Taubos, Tauroga. Taubsi. Bibor. Smetbo. Smetbo hat man sogar immer die Flügel. Glurak. So, das erste Pokémon, was ich hier sehe, ist Zapdos. Oder wollen wir Zubat nehmen? Gott, Tini sagt auch, dass wir Zubat nehmen. Alles klar, dann nehmen wir Zubat. Sehr, sehr gern. Ich glaube, damit kommen wir dem Guten ein bisschen näher, weil durch die nicht vorhandenen Arme, die er hat... Gott, wie ist der Kerl und wie bezieht er seine Betten? Das wird, glaube ich, ein Unding. Zubat! So, ein Zubat nehmen wir. Genau, wie ein T-Rex. Wenn es einmal schlecht geht, soll man das sich einfach mal vorstellen. Wie sich ein T-Rex ein Bett bezieht, Bettlaken aufzieht. Oh Gott. Es macht instant gute Laune. Okay, die machen wir mal so. Und so. So und so. Ja, jetzt gewinnt der Typ das Pokémon, wie es ein bisschen an Würde. Und definitiv ein Flug-Pokémon. Yo! Jo, ich würde sagen, den können wir so einfangen. Dankeschön, Tini. Den speichern wir uns jetzt ab. Oh, oh Mann, ey. Ja, Sui. Oh Mann. Ich möchte mal dahin, wo es gemütlich ist. So. Warm. Speichern. Speichern unter. Namen haben wir ja noch gar nicht. Nennen wir ihn Nummer 9. Ganz kreativ. Schäumen heute wieder über voller Kreativität. Ja. Gut, dann nehmen wir uns noch einen vor. Warum möchtest du denn immer ins Mikrofon? Möchtest du der Außenwelt etwas mitteilen? Da geh hinter. Das kann doch nicht wahr sein. Warum gehst du denn? So. Großes Radiergummi macht wieder alles weg. Mit einem Wisch ist alles weg. Sui macht das mit nach. Oh mein Gott, das ist so süß. Schade, dass man das nicht sehen kann. So. Alles klar, wir sind bereit für eine neue Kreation. Und ich würde jetzt einfach sagen, wir machen jetzt eine... Oh, Dani hat noch gar nicht, genau, Dani. Dani darf sich jetzt den Körper aussuchen. Ein
einige haben wir ja noch. Und meinen kalten Kaffee trinken. Danke, Tobi. Es freut mich, dass es euch gefällt. Dani, falls du noch da sein solltest, darfst du dir jetzt ein Pokémon aussuchen. Das war die Körper. Oh, ich glaube, Benjo muss kacken. Pupi, Benjo. Komm her. Benjo. Wo guckst du denn gerade hin? Prim Sister, Hallöchen! Schön, dass du da bist. Benjo kommentiert das jetzt einfach in Zukunft. Muss zwar ein bisschen ruhiger werden, aber die Optik ist ganz gut. Er ist schon mal sehr interessiert. Ja, ich glaube auch Dani ist nicht mehr da. Genau, dann darf sich jetzt Crimson Prime ein Pokémon aussuchen für den Körper. Ein paar mehr noch über. Gesundheit. Und Crimson? Ist dir schon eins ins Auge gekommen? Wir sind dabei, ein neues zu kreieren. Also du kannst dir einen Körper aussuchen. Ein Zubat-Körper, okay. Benjo hier ab. Das passt ganz gut, den habe ich noch auf. Okay, Zubat. Das wird sehr klein. Oh, den Schwanz machen wir noch mit dazu, aber immer das noch ist. Ist das eine Stimmgabel oder was? Ich weiß gar nicht, warum der so einen komischen Schweif hat. So. Okay. Wir haben ein Zubat. Das nächste Pokémon, was im Chat steht, nehmen wir dann einfach. Für... bin da, wer noch. Den Kopf... Einfach das Erste, was im Chat stehen wird, nämlich. Moriel hat eins. Dann sag uns den Kopf. Sehr gern. Ach so, das war die Antwort auf, wer noch da ist. Okay, dann nehmen wir Giflor. Super. Sui. Okay, dann nehmen wir von Glurak dann... Was nehmen wir denn von Glurak dann? Du darfst sie aussuchen, von was wir
von Glurak dann nehmen, okay? Weil als Kopf nehme ich jetzt erstmal. Was hat der Tini geschrieben? Giflor. Ein Giflor-Kopf, ey, das ist cool. Und Muriel darf sich aussuchen, welches Körperteil wir von Glurak dann nehmen werden. Das Besondere bei Giflor ist es ja, dass der Körper schon der Kopf ist. Wir nehmen jetzt einfach mal. Warte mal. Jetzt was sagen, Benjo? Glurak Arme. Alles klar. Cool. Das wird auf alle Fälle sehr interessant werden. Oh, mein Vogel ist weg. Oh, ihr Lieblingsplatz. So, Glurak-Arme. Stimmt, wir haben jetzt von Giflor den Kopf nur genommen. Da hast du recht, Arti. Gut, dass ich euch habe. Ich bin in so einem Zeichenwahn. Dann mache ich das Gesicht von Giflor wieder weg. Und ihr könnt euch ja schon mal überlegen, welches Gesicht wir nehmen. In der Zeit male ich dann einfach die Glurak-Arme. Glurak ist ein starker. Gespannt, was ihr gleich für ein Gesicht schreiben werdet. Ich finde auch, das Gesicht ist immer mit das Spannendste. Oh, das ist cool.
Hallöchen, Eddie. Hallo und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht dir gut. Schön, dass du reinschaust. Das Gesicht ist relaxo. Seid ihr damit einverstanden? Wir können gerne ein Relaxo nehmen. Ich glaube, das würde ganz gut passen. Ja, das passt, glaube ich, sehr, sehr schön. Oh je. Wieder so wenig geschlafen, Eddie? Oder einfach nur viel Stress momentan? Okay, Relaxo ist cool. Das ist irgendwie cool geworden, ja. Guten Hunger, Tobi. Lass es dir schmecken. Oh, Eddie. Charmant wie eh und je. Wir kriegen das schon hin. Gerade so. Der Chat rastet jetzt komplett aus. Was meint ihr? Wollen wir den noch irgendwas verpassen? Habt ihr eine Idee oder wollen wir den so lassen? Flügel und Beine. Stimmt, Beine haben wir noch gar nicht. Habt ihr eine Idee? Das erste Pokémon, was ihr schreibt, nehme ich dann einfach. Eine Bombenparty? Okay, why not? Wir haben ja eh was zu feiern. Tinis 500 Follower Party. Tini, weißt du denn eigentlich schon, wann du die feiern wirst? Zapdos Flügel. Okay, sehr schön. Und die Beine von Nidoking. Rigoon hat doch keine Beine, glaube ich, oder? Jedenfalls nicht so eindeutig zu sehen. Doch. Ja, lass mal Nidoking nehmen. Super. Eddie war sowieso noch nicht. So, Nidoking die Beine. Da überlege ich schon, ob ich diesen. Dieses Zeug hier einfach. Was mache ich damit? Lass ich es oder lass ich nicht? Soll ich die Teile hier lassen oder lieber weg damit? Was meint ihr? Okay, alles klar. Am Sonntag oder nächste Woche? Cool, ich werde mir frei nehmen. Oder diesen Tag frei halten. Okay, dann lasse ich den. Dann gucke ich mal, dass ich Nidoking, der hat ja ganz kleine, unscheinbare Beinchen.
Das wird eine Herausforderung. Was? Der hat so massive und hat eine enorme Kniescheiben. Ich passe das aber mal ein bisschen unserem Vieh an, sonst wird er, glaube ich, sehr lächerlich aussehen. Boah, was streitet ihr euch? Ah ja, und die Sitzposition. Mädels und Jungs, kommt ihr klar? Ich würde gern weitermachen. Lasst euch Zeit. Kinder. Habt ihr's? Gut. Schön. Das freut mich. So. Oh mein Gott, das sehen aus wie Raketenantriebsdüsen oder sowas. Aber egal. Bei den Viechern ist sowieso nichts normal. Okay, wie waren das jetzt? Wir wollten die Flügel von Zapdos nehmen. Wo ist deine Unschuld hin? Wieso, Muriel? Wieso hast du deine Unschuld verloren? Das habe ich verpasst. Deine Augen sind verwirrt, Arti. Why? Was ist denn mit euch los? Ach so, wegen dem Vieh. Ja, das, mir geht's auch so. Das ist wirklich ein bisschen abgefahren jetzt geworden. Okay, ich glaube, Zapdos Flügel werden das jetzt nicht unbedingt besser machen. Aber egal. Die kriegen das schon hin. Gott, Zapdos. Yeah. Scheißt mir nicht auf den Monitor. Wenn ihr auf den Monitor kackt, dann... Oh Gott. Oh, warte mal, der Winkel stimmt nicht. Oh oh. Warte mal, der erste ist eigentlich ein bisschen größer. Ich komme gar nicht an meine Tastatur dran momentan. Das musst du machen. So nicht, wie ich das verlaufen bin. Oh, ein Haus, ne? Oh, Snibbles! Snibbles ist da! Hallöchen! Schön, dass du da bist. Ich hoffe, es geht dir gut. Und ich hoffe, du kannst das Wochenende genießen. Du musst nicht arbeiten. So. Das dahin. Dann sagen wir mal hier unten noch einen hin. Dann haben wir das auch fertig. Zoe! What the fuck are you doing? Die machen wieder Chaos. Dieser kleine Chaosstifter. Wisst ihr das? Ja, das wisst ihr. Natürlich wisst ihr das. So. Ich würde sagen, das reicht, oder? Oder nee, Quatsch, der hat ja noch hier diese... Genau. So, welches Element soll das Vieh sein? Ich meine, Pokémon-Vieh klingt immer so
sehr negativ. Schlachtvieh. So. Also wir haben heute wirklich krasse Kreationen hinbekommen. Ganz klar, Fee. Eindeutig. Ja, klar. Okay, wir haben ein neues Feen-Pokémon geschaffen. Sehr schöne Idee, Eddie. So, den werde ich auch wieder abspeichern. Jetzt haben wir schon 10 Stück. Okay. Ich sag's dir, wie du scheißt. Wehe, da habe ich nachher was Grünes auf dem Kopf. Enter. So, dann wollen wir noch mal schauen, was wir heute alles so kreiert haben. Das war unser letztes. Ich glaube, wir hatten... Haben wir heute nur 3 Stück geschafft? Ich glaube schon, ne? Oh ja, nee, das war ja noch das vom letzter Woche. Heute haben wir nur 3 geschafft, aber ich finde, dafür sind die richtig umfangreich geworden. Nehmen wir ihmchen. Oh nein, mein 9. ist weg. Egal, das krieg ich wieder raus. Sind schon coole Sachen entstanden heute. Ja, oh, schon 47. Jetzt beginnt hier gleich nach diesem Stream bei Tinny auf dem Channel ein Private Battle, wo ihr herzlich eingeladen seid, mit zu splattern. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder. Ich wünsche euch ein wundervolles Wochenende und habt Spaß. Tschüss, macht's gut. Tschüss.